Hallo Kinder und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe es mal wieder getan. Ich habe mir mal wieder Sachen von Sweet Mamsell bestellt. Ein bisschen anders dieses Mal als sonst, aber ihr werdet gleich feststellen, wie und warum und so weiter. Aber jetzt kommt erstmal das Intro. Fuck yeah! Und zwar habe ich dieses Mal nicht direkt von Silke bestellt oder direkt aus dem Shop bestellt oder wie auch immer, sondern ich habe in der Tauschgruppe bestellt. Das, ja, ist eine ganz gute Sache so, also weil man kann die Düfte ja nie riechen, bevor man sie kauft, ne? Und wenn einem dann doch was nicht gefällt, kann man sie da in die Tauschgruppe stellen und ich habe das auch schon zweimal gemacht. Und jetzt habe ich mir einige Sachen aus der Tauschgruppe bestellt. Und ich fange an mit einem Duft, der mir überhaupt nicht gefällt. Ich habe schon ein bisschen, ja, vorher dran gerochen, weil ich die Spannung nicht mehr aushalten konnte. Und zwar haben wir hier einmal Sinus Relief. Und Sinus Relief ist ein kleines Tannenbäumchen. Das sieht so aus. Und das glitzert wirklich super geil. Passt super zu meinem Augen-Make-up heute, ne? Ich habe heute ein bisschen übertrieben. Aber, boah, das riecht so sau... Ciao. Das riecht so saukrass nach Eukalyptus einfach. Nee, das ist nichts für mich. Den muss ich leider wieder wem anders abgeben. Es wird bestimmt jemand sein, der sich darüber einen Ast freut. Aber, ja, Eukalyptus mag ich, wenn ich erkältet bin, weil es mir dann dadurch besser geht. Aber ansonsten würde ich mir das so nicht anzünden, leider Gottes. Weiter geht es dann mit Raspberry Lemonade. Und das ist in so einer kleinen Tüte verpackt. Und mit Draht zugedreht und das dauert jetzt hier einen kleinen Moment, bis ich das ausgepackt habe. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ihr werdet jetzt gleich feststellen, einige der Düfte sind schon angebrochen sozusagen. Also als Beispiel hier, da fehlen drei kleine Stückchen. Aber das ist gar nicht schlimm, weil dann kann man auch mal manche Düfte einfach mal ausprobieren so. Und Raspberry Lemonade... Ja, riecht nach Raspberry Lemonade. Also, ich kann da gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist ein sehr frischer Duft. Es ist ein sehr, sehr frischer Duft, den ich mir zum Beispiel nicht im Winter anzünden würde. Und ich weiß auch noch nicht so ganz, ob ich mich damit anfreunden kann. Weil er ist doch ein bisschen zitruslastig und ihr wisst, Zitrus ist nicht so meins. An sich, ganz interessanter Duft, aber ich muss doch mal... schauen, vielleicht werde ich eins davon nehmen und zwei davon wieder abgeben. Man weiß es noch nicht so genau, aber das ist halt das Gute in dieser Tauschgruppe, ne? Also wenn euch halt wirklich was nicht gefällt, das ist ja immer, es ist ja immer sehr schwierig. Also ich würde mir jetzt auch so nie ein Parfüm aus dem Internet bestellen zum Beispiel, weil man weiß ja gar nicht, wie das dann riecht, so, ne? Okay, weiter geht's. Weiter geht es mit I Love Donuts. Und ich mache das einmal auf für euch, damit ihr sehen könnt, wie hübsch das einfach aussieht. Guck mal hier mit so einem kleinen Stern unten. Und das riecht wirklich einfach so ein bisschen nach Kaffee. Sehr süß. Ein bisschen würzig auch. Und ich würde nicht unbedingt sagen nach Donuts, aber generell nach Gebäck. Nach Kaffeezeit einfach. Also, wenn man sich vorstellt, wie es riecht, wenn Oma Kaffeezeit macht, dann so. Also, wieder sehr angenehmer Duft, der mir gut gefällt, aber für mich eher was für den Winter. Der wird auf jeden Fall aufbewahrt. Dann, womit machen wir weiter? Wir machen weiter mit Iced Lemon Cookie. Das ist in so einer großen Tüte drin. Und den habe ich sehr gefeiert. Mein Freund fand den absolut, ging gar nicht. Aber Pech für den, würde ich sagen. Hier sind ganz viele von solchen Stücken drin, die aussehen wie weiße Schokolade. Und ich habe so einen großen Drang, da jetzt reinzubeißen, Freunde. Und es riecht wirklich wie Zitronenkuchen. Ich weiß nicht, war das Tracklemoons Those Lemonade Days? Ich glaube schon, was nach Zitronenkuchen gerochen hat. Und das hier riecht einfach 1:1 wie Zitronenkuchen. 1:1 wirklich. Es ist unfassbar, aber es riecht original wie Zitronenkuchen. Also ich glaube, wenn ich mir das anmache, denkt jeder, ich hätte Zitronenkuchen gebacken. Ist ja nicht so, als ob ich backen würde. Aber der ist richtig geil. Richtig, richtig geil. Dann, was ich euch gerade schon zu Anfang gezeigt habe, wo hier die Hälfte quasi fehlt, hier ist ein Haar, ist Bahama Drink. Und Bahama Drink ist so zweifarbig, wie ihr vielleicht sehen könnt.
Und das ist wirklich so ein richtig sommerlicher Duft, ne? Also erinnert mich ein bisschen an dieses neue pinke Duschgel, was es von Balea gibt. Also es ist ein bisschen Kokos, Ananas. Sowas einfach wie ein Cocktail wirklich. Also sehr geil, sehr sommerlich auf jeden Fall. Also es ist der Sommergeruch auf jeden Fall. Und dann habe ich noch zwei Weihnachtsdüfte bekommen. Das sind diese beiden. Also wir haben hier einmal Granny's Kitchen. Das ist wieder in diesen Lebkuchenmann-Formen. Ich hatte ja schon mal solche. Ja, und es ist einfach, es ist wieder sehr weihnachtlich. Sehr schwer, sehr süß, aber sehr, sehr angenehm. Oh, wirklich, also bisschen zimtig auch, würde ich sagen, aber noch so eine leicht fruchtige Note auch. Ich weiß nicht, ob das Kirsche, ich würde sagen Kirsche und Zimt, irgendwie so. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ich freue mich extrem über diese drei Männlein. Und zu guter Letzt haben wir noch Candy Cane Cookies. Aua. Ellbogen ist Durst. Kennt ihr das? In der ersten Sekunde tut das gar nicht weh und dann... Aua. You kidding? I'm making a video. Okay. Also, Candy Cane Cookies. Das sind hier zwei so Blüten oder Schneekristalle, wie auch immer, mit so rotem Glitzer oben noch drauf. Und das ist ein Geruch, also ich würde euch gerne was anderes als Candy Cane Cookies sagen, aber es riecht wirklich wie diese Zuckerstangen, also dieses leicht, ganz leicht minzige auch drin. Also noch etwas frischer auch. Trotzdem ein bisschen süßlich. Also ein bisschen minzig, was eigentlich nicht so meins ist. Aber hier finde ich das sehr angenehm. Weil es auch gleichzeitig noch so süßlich ist, wisst ihr? Also das ist auch wirklich ein toller Duft. Also damit bin ich zufrieden. Ich würde sagen, meine liebsten beiden Düfte sind Granny's Kitchen und Bahama Drink, würde ich sagen. Gerade Bahama Drink, weil das ist so andersartig. Ich habe so viele Weihnachtsdüfte mit Zimt, mit Karamell und so ein Zeug. Und hier durch dieses Kokos und Ananas, das ist wirklich andersartig. Also die gefallen mir super gut. Welchen ich allerdings sofort wieder abgeben werde, unangetastet, es tut mir leid, ist Sinus Relief. Weil dieser Eukalyptusgeruch ist einfach nichts für mich. Ich weiß, dass da draußen viele Frauen sein werden, die das nicht verstehen können. Aber es tut mir leid. Vielleicht ist das ja was für wen anders, vielleicht auch für jemanden, der das Video gerade sieht. Dann darf er sie mich gerne anschreiben. Genau, und damit bin ich jetzt durch mit meinem erneuten Sweet Mamsell Haul. Es hat wirklich nicht lange gedauert, dass ihr mal wieder einen Sweet Mamsell Haul von mir seht. In der letzten Woche war es ja extrem Beauty-lastig bei mir und ich hoffe, ihr freut euch, dass ja heute mal ein Nicht-Beauty-Video online kam für euch. Und genau, ich freue mich, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und langsam muss ich wirklich sagen, also ich habe so eine DM-Lieblinge-Box, wo ich, nicht, dass ich da jemals gewonnen hätte oder so, aber da tue ich halt meine ganzen Duft-Tarts rein und so. Da sind auch einige Yankee-Candles, die ich besitze. Wenn ihr dazu mal ein Video sehen wollt zu den Yankee-Candles, die ich habe, dann schreibt mir das gerne. Es sind nicht viele, aber ich denke, ein kleines Video kann man schon darüber machen. Und diese Box ist wirklich langsam zum Bersten gefüllt. Ich denke, dass ich bald einige Düfte davon abgeben werde. Ich denke, dass ich das ja vielleicht so um April, Mai rum machen werde. Dadurch bedingt, dass ich da... also ich habe ja im Mai Geburtstag, wie ihr ja alle wisst. Und ich würde mir gerne was etwas teureres zum Geburtstag kaufen. Also ich würde mir halt von allen gerne Geld wünschen und dann würde ich das Geld gerne... was ich durch den Verkauf von den Duft-Tarts noch bekomme, auch dazu stecken. Und ich weiß, ich kenne mich, wenn ich die Sachen jetzt verkaufen würde, dann würde das Geld wieder irgendwo hinfließen. Und deswegen mache ich das lieber so April, Mai rum. Also falls jemand von euch an Duft-Tarts von mir Interesse hat, dann dürft ihr mir gerne jetzt schon Bescheid sagen. Ich behalte mir das dann im Hinterkopf. Aber ich werde das wirklich erst so gegen... ja, April, Mai wirklich machen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, aber ich denke, gerade die Frauen unter uns werden das auch verstehen.
So, ich musste mich einmal kurz anders hinsetzen. Und genau, damit bin ich durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und bis dahin sage ich, ciao, ne?